Wie flachsen. Warum schmeckst du hier eigentlich auf? Oh. Willkommen, neuen Freunde. Oh Gott. Wir sind zurück zu Among Us. Wir haben sehr, sehr viele Aufgaben. Vielleicht müssen wir das noch einstellen. Oh Gott. Einstellen. Wir sind heute leider nur zu fünft. Mehr sind leider nicht gekommen. Schade. Mit dabei ist Lexi, Leon, Monty, aka Marco und Cybotron, aka Tobi. Peng, Pim, Pumpo. Oh Gott. Oh Mann. So, also wir müssen auf jeden Fall weniger Tasks machen, weil das sind zu viele Tasks. Ne? Ja, gut. Mach ich jetzt die Aufgaben, weil das sind echt zu viele, das schaffen die doch nicht. Das werden die echt nicht schaffen. Na gut. Komm, ich probier's. Nebenbei schaue ich heute außerdem The Big Performance auf RTL oder so. Also zumindest nebenbei. Es ist momentan eh schwer, ja? Im Oktober gibt es keine coolen Serien oder so. Warte, hast du Emergency oder hast du ihn gefunden? Emergency. Ach, Marco. Und warum hast du jetzt eine Emergency gemacht? Ja, klar, bitte. Weil ich das Gefühl, dass ich mit ihm in Electrical einschweren wollte, weil er zu langsam war. Ich. Oder ich ihn entdeckt habe. Ich. Wen wollte er einschweren? Während ich auf dem Band gestanden bin, hätte ich das machen sollen, oder was? Kannst also, du esse ich nebenbei Bratkartoffeln? Ich habe dich dafür accused. Ich will irgendwie reden. Das ist Leon. Ja. Was für ich? Darf ich mal erklären? Ihr seid, ja, also ich bin zur Security gegangen. Gesehen, dass das Licht ausgegangen ist. Okay, der ist gerade ausgegangen, guckt da rein. Seht euch drei runterlaufen, also Cafeteria gerade runter. Leon dreht um, läuft nach oben rechts weg. Und danach ist er als Dritter bei Electric angekommen. Deswegen schließe ich darauf, dass er Moritz weggemacht hat und dann zu uns zurückgelaufen ist. Wie konntest Moritz du denn Liam sehen, dass der nach oben nach rechts wieder wegläuft? Ja, in den Camps, hab ich doch gesagt. Ja, er war echt gecampt. Einer war gecampt, das stimmt. Ich meine, die Käse. Deswegen, ich glaube, dass es Liam ist, aber es ist halt nicht safe, weil Liam könnte vielleicht alle deinen Tasks verraten. Nein, aber ich habe ja gerade gesehen, wie ich in Storage reingegangen bin zum Licht anmachen. Und dann ist er weggegangen. Also, ich war bei Welle drin, gehe wieder zurück, als er rauskam, wo du noch lebt, geh rein, geh wieder raus. Und kurz als ich gerade in der Tür war, ging die Tür zu. Es sah aus, würde ich mich einstellen wollen. Was? Ja, Digga, es sah aus! Digga, warum accuste mich? Das ist so krank random! Ich kann auch sagen, ja, ich war da drin, die Tür ist nicht klar. Ich hab das geskippt, man holt ja mal rede. Ja, ich bin trotzdem für der Tanker, der war suspekt am Anfang. Du bist auch suspekt, du wolltest da Föber einschließen. Die Nase. Fenrich oder Alexis Mörder. Ja, ich glaube, ja, Lexi. Ey, ich hab schon wieder gesehen, dass alle voten und nur ich skippe und dann heißt es, Le, vote doch mal. Ja. Dann votet keiner. Das hätte ich jetzt auch gesagt an deiner Stelle. Ja, ich bin's. Sind das irgendwie zu viele Aufgaben? Nein, eigentlich. Nee. Okay. Bei einem Kick. Weil mein Liste ist unendlich lang. Oh mein Gott, okay. Die sagen, das ist in Ordnung so. Dann lassen wir das auch erstmal so. Mal schauen. Das sind ja kleine Aufgaben. Ja, okay. Habt recht, vielleicht ist das doch noch in Ordnung. Aber nur vielleicht. Oh, ich muss diese Meteoren gleich nochmal abschießen, ne? Oh, das ist ja richtig nervig. Ah, hat er geschrieben? Nee. Ich dachte. Ping, ping, boom, boom. Bam, bam, bam. Oh nein, Leon. Leon, nein. Nein, Leon. Hör auf. Oh, super. Da noch. Und ab damit. Vielleicht kommt Conny gleich noch dazu. Mal schauen, aber ich glaube nicht. Oder Simon. Ja, zacki. Unikaki, ne? Zacki, Unikaki. Und ab damit. Aber den Diamanten hätte ich gern behalten. Wenn ich ehrlich bin. Auf Crunchyroll hat jetzt auch die neue Serie von dem Kind von Inuyasha und Kagome begonnen. Ich krieg den Namen jetzt glaube ich nicht hin. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich habe es auch noch nicht angefangen, deswegen. Das muss ich auf jeden Fall dann auch noch irgendwann mal schauen. Ob mir die Serie vielleicht gefallen wird. Oh, ist das Marco?
Nee, ne? Oder? Da? Da. Itzanka. Warum ich? Warum du? Because Lexi ist für alle andere als suspekt, weil sie alle Kommentare hatte, die ich auch hatte, und mich hätte 18 umbringen können, nicht getan hat. Und weil Tanka so gerade noch weit vor YouTube generiert hat. So, ich sage es mir jetzt, ich kann nicht entscheiden. Also Lexi, du bist mir doch gerade eben über den Weg gelaufen, oder? Wo? Irgendwo in der Cafeteria, oder? Also warte. Tobi liegt in Security, also ich komme Security, war gerade ein Rektor drin. In der Security, Tür war zu, Tür geht auf, Tobi liegt tot gegangen. In Security drin. Was? Ich sah am Reaktor dran. Ja. Ja, den Tast. Geh nach rechts zur Security. Ne? Ja. Tür ist zu. Tür geht auf. Ist nur ein Tobi von mir auf dem Boden. Halt, Klasse gewendet. Nach Mid Bay oder Electrical. Na. Okay. Also ich war gerade eben beim Oxygen, was gerade anging. Es ging ja gerade. Also gerade eben an. Aber ich habe dich doch in der Cafeteria gesehen. Ja, ist Killer. Ja, eben 2 Sekunden später. Mann, er ist Killer, Alexi. Das ist einfach. Was für Killer? Sorry, Imposter. Könntest auch genauso du sein. Ich hätte auch Lexi 18 mal killen können. Ja, und? Ich hätte Lexi auch 18 mal killen können. Nee, 19 mal von Tobi und von Moritz. Ich habe jetzt meine Bratkartoffeln aufgegessen. Nee, aber das war stimmt. Der jetzt hätte mich schon was. Echt aufgehen können. Nee, ich habe dich gerade eben instant als heute wandern gestellt, wenn ich es glaube, ja. Ja, und das war gerade das Zeichen dafür, den Killer zu sein. Ja. Es ist mir. Was für ich? Es ist der Tanker. Ich kann dir ganz genau den Tathergang beschreiben. Es war Vögel. Vögel macht ihn, labert was von der Tür, geht da rein, reportet den und macht den Dings auf. Ich weiß, warum es Liam ist. Weißt du warum? Als wir uns in der Cafeteria begegnet sind, habe ich gerade die Silhouette gesehen und nicht den Namen erkannt. So weit weg. Ist und dass Liam du sagst, beim Marco dass du mich erkannt hast. Yes. Und weil du sagst, dass du weißt, dass ich das war, so weißt du, dann musst du mich ja gesehen haben. Weißt du? Ich hatte also, recht, Liam, oder? Weil ich habe gerade so ganz leicht die Silhouette gesehen, dachte mir so, soll ich jetzt nachgucken, wer es war oder einfach weiterhin, weil ich keinen Bock mehr habe. So viel wie fehlt noch. Soll ich die Tasken unterstellen? Killtime runter? Nee, recht, ich glaube, es ist doch in Ordnung, oder? Und zwar ganz viel. Ja, ich würde sagen, es ist viel zu viel. Ich sehe halt jetzt auf 40 runter. Was für 40? So, das sollte so passen. Ja, wenn du die Killtime runterstellst, dann brauchst du nicht die Tasks runterstellen. Doch, einen Task habe ich runtergenommen. Einen. Ja, genau. Tor-Task. Dann ist es ja wieder genauso. So, mal gucken, ob wir heute wieder sterben. In der nächsten Folge machen wir auf jeden Fall wieder eine Spion-Folge. Diesmal verfolgen wir dann Marco. Den habe ich nämlich noch nie verfolgt. In einem Game. Und ich möchte natürlich, ne, dass auch mal jeder hier verfolgt wird, ne? Das ist doch ein Plan. Das ist auf jeden Fall ein Plan. So, wir sind ja hier. Okay, der Typ, der da oben dran war, ist nicht hier hingelaufen. Ich weiß nicht, also ich... Oh Gott, wer war denn da oben? Ich meine Fähnrich, oder? War es Fähnrich? Ich kann es gerade gar nicht so sagen. Er ist nicht direkt da hingelaufen. Wo lag er? Beim... Also Mad Bay vor dem Scan-Teil. Wollte eigentlich gerade Moritz accusen, dass er es sein muss, weil er dieses Oxygen-Ding echt nicht gebreitet hat. Aber das kann er halt echt nicht gewesen sein. Ich stand doch gerade mal eine Sekunde, bis dann erkannt ihr. Ich war erst frisch da. Ich dachte, du bist schon ganz Zeit dran. Ja, was soll's, Moritz? Also meiner Zeit bist du safe. Bibi kam gerade eben, der könnte es gewesen sein. Wie bist du denn da hingekommen, Lexi? Ich war eben aus Lecklücke rausgekommen. Lexi, wie bist du denn da hingekommen nach Mad Bay? Hä? Ich war doch in Edmund und die Oxygen gemacht und bin da hochgelaufen. Marco, von wo kam dein Fähnrich? Weißt du das noch? Ich hab die ganze Zeit die Kanone rechts gemacht. Als ich zu euch kam, waren wir beide am Ofen dran. Ich bin mit Lexi in die Untermotor gegangen. Dein Skyer, ich dachte, hast du mich doch gesehen, Moritz? Ich war in die Kanone, aber ich dachte, vielleicht wärst du schon endlich fertig geworden, weil ich schon rechts in der Navigation war. Ich bin nach oben gelaufen und hab da direkt noch den Download-Task gemacht.
Deswegen hat es mir so lange gedauert. Ich dachte, du machst das. Nee, ich war ja Navigation, danach bin ich erst dahin gegangen. Weil ich dachte, den Code ja, eingeben... Ja, was soll es? Entweder Phoebe oder Lexi. Phoebe, wovon kam denn Lexi, als die in Admin reingelaufen ist? Hast du das gesehen? Mit mir aus Electrical. Also sie war, ich kam aus Electrical reingelaufen und sie war in Electrical drin und ist rausgelaufen und ist zusammen. Wait, war die lag in Red Bay? Ja. Lexi, wo genau lag der? Vom Scanteil. Vom Scanteil. Ich glaube, da ist tatsächlich Marco, weil ich nicht glaube, dass Marco weiß, dass Lexi weiß, wie man Vents benutzt. Hä? Also ich weiß, es ist dumm, dass ich das sage, aber ich glaube, nachdem ich so oft scheiß Imposter war, weiß ich, glaube ich, wie man ventet, Tobi. Okay, wenn sie es zugibt, dann zack. Aber Lexi, ja, wieso bist du denn... dass ich wenden kann. Wieso bist du denn nach dem Code zur Medbay gegangen? Ich war im Storage, ich war nicht mal in Lexi drin, das triggert mich Admin, ja so. Die ganze Zeit. Ach, Phoebe war... Okay, vote nicht für Lexi, vote vielleicht für Phoebe, wenn sie ja in Electric war... Ja, ich war ihr seid gute Mates. Ich war im Storage, hab da meinen Tank aufgefüllt. Dann geht der Alarm an. Was für einen Tank aufgefüllt? Du warst aus dem Gang? Du warst im Gang? Ich hab einen Tank weg aufgefüllt. Mit dem. Und dann er hat mich getötet, während ich so nett war und mich gescannt habe. Das ist egal, ich dir.